19 Uhr, hier ist die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zum politischen Bildungsforum Mecklenburg-Vorpommern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein ganz heißes Thema heute. Wir wollen uns über das Deutsche Kaiserreich unterhalten von 1871 bis 1890. Das haben wir uns heute so vorgenommen. Ich begrüße recht herzlich den Experten hier in unserem Land dazu, meinen hochgeschätzten Kollegen Dr. Manfred Jatzlok. Lieber Manfred, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Manfred, wir haben uns, du kennst ja das Prozedere hier, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können natürlich mitdiskutieren, die Fragen werden hier eingeblendet, wir werden dann im Gespräch darauf eingehen. Wir haben uns heute, wir haben bloß 45 Minuten Zeit, drei große Blöcke ausgesucht, über die wir reden wollen. Da wäre einmal zum ersten einmal das Gebilde dieses Kaiserreiches, was war das? Dann die Innenpolitik, dann die Außenpolitik. Wir wollen auch über Russland reden. Aber am Anfang steht natürlich die Organisation dieses Deutschen Kaiserreiches. Also was ist damals entstanden 1871 und ist das ein demokratisches Gebilde gewesen? Ja, also das Deutsche Kaiserreich war eine sogenannte konstitutionelle Monarchie, in ihren Institutionen treffen zwei Prinzipien aufeinander. Zum einen das monarchische Prinzip in Gestalt des Kaisers und des Bundesrates und das Prinzip der Volkssouveränität in Gestalt des Reichstages, der ja aus allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgegangen ist, also ein Männerwahlrecht, Männer ab 25, wenn sie nicht Bezieher von Armenunterstützung waren, besaßen das Wahlrecht. Also ich meine, das Deutsche Kaiserreich war kein demokratischer Staat. Es kam jetzt darauf an, wie sich in der Folgezeit das Kräfteverhältnis entwickeln würde. Und anders als in der wirtschaftlichen Entwicklung, die ja rasant voranschritt, gab es im Bereich des politischen Systems nur wenige Fortschritte. Allerdings ist der Einfluss des Reichstages mit der zunehmenden Entwicklung immer stärker geworden. Das müsste man jetzt an einzelnen Beispielen demonstrieren. Dafür fehlt uns die Zeit. Dann schauen wir uns einmal die zentrale Figur in diesem Kaiserreich an. Und das ist
ja nicht der deutsche Kaiser gewesen, sondern eigentlich der Reichskanzler in Form von Bismarck. Ja, also die zentrale Figur in der Exekutive ist natürlich der Kaiser. Also wenn man sich seine Rechte, Vorrechte, seine Möglichkeiten, die ihm die Verfassung gewährt, anschaut, da ist das dann also ganz klar. Aber nun kommt es auf bestimmte individuelle Stärken und Schwächen der Akteure an. Und besonders die Zeit, die uns hier heute interessiert, ist in dem Bereich gekennzeichnet durch das Verhältnis zwischen Wilhelm I. und seinem Kanzler Otto von Bismarck. Hier spielt, also Bismarck dominiert dieses Verhältnis von Anfang bis zum Ende. Das hängt damit zusammen, dass Bismarck 1862 in einer Staatskrise sozusagen als letzte Hoffnung durch Wilhelm I. Berufen wurde und dass er dann durch seine vor allem außenpolitischen Erfolge zunehmend die dominante Person wird und Wilhelm I. sich auf seine Fähigkeiten verlässt. Auch der Altersunterschied spielt natürlich eine ziemliche Rolle. Können wir, wenn wir bei diesen beiden Figuren sind, also Wilhelm I. und Bismarck, kannst du ein bisschen mehr zu dem privaten Verhältnis sagen? Kann man sagen, dass das Freunde gewesen sind? Ist das überhaupt möglich gewesen? Oder wie charakterisiert man dieses Verhältnis? Also zwischen Monarch und dem Kanzler hat sich im Verlaufe der vielen Jahre schon ein sehr vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Ob man das als freundschaftlich bezeichnen sollte, da hätte ich jetzt meine Probleme. Es gibt natürlich immer eine Distanz zwischen einem Monarchen und seinem verantwortlichen Minister. Wenn man sich aber ihren Briefwechsel anschaut, wenn man dabei berücksichtigt, wie Wilhelm I. zu bestimmten Geburtstagen von Bismarck auftrat oder welche Einladung er aussprach, da muss man also schon von einem sehr, sehr vertrauensvollen Verhältnis sprechen, das aber nicht frei war von Konflikten. Vor allen Dingen dann, wenn Wilhelm I. Doch völlig andere Vorstellungen hatte, sowohl im innenpolitischen als auch im außenpolitischen Bereich. Aber Bismarck hat sich eigentlich immer durchgesetzt und manchmal sogar dadurch, dass er mit seinem Rücktritt drohte. Und das kam auch nach 1871 häufiger vor? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Gut, wir haben ja diesen ersten Bruch, also die Organisation des Reiches. Da haben wir die beiden, Bismarck und seinen Kaiser, beschrieben. Ja, ja. Wegen der enormen Macht, die also die Verfassung dem Oberhaupt, also dem Kaiser, zuerkannte, spielt dann in der Folgezeit, also der Geschichte des Kaiserreichs, schon die Individualität des Monarchen eine große Rolle. Wie gesagt, zwischen Bismarck und Wilhelm I. Verlief das relativ harmonisch. Sein Nachfolger, sein Sohn Friedrich III., der ja 1888 dann schon schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt war, war das also, sagen wir mal, nicht genau zu bestimmen. Und das Verhältnis zwischen Wilhelm II. Und dem Reichskanzler Bismarck ist ja nicht lange gut gegangen. Da spielen solche individuellen Unterschiede und auch Altersunterschiede. Wilhelm II. War ja mehr als 40 Jahre jünger als Otto von Bismarck, dann schon eine Rolle, wenn es also um die Entlassungsgründe geht und so weiter und so fort. Und in Bezug auf die Institution, die sind ja durch Bismarck selbst in seinen Verfassungskonzeptionen angelegt worden, also bewusst auch kompliziert angelegt worden. Er hat ja die Verfassung des Norddeutschen Bundes weitestgehend bestimmt
Und diese Verfassung des Norddeutschen Bundes ist dann 1871 mit wenigen Veränderungen zur Verfassung des Deutschen Reiches geworden. Und es sind vor allen Dingen die beiden Institutionen Bundesrat und Reichstag, die sich schon aufeinander beziehen. Und, können wir mal zuerst, wir haben es ja so ein bisschen gedrittelt, können wir über den Reichstag reden? Ja. Welche Macht hat dieser Reichstag? Also zum einen, wie schon erwähnt, demonstriert er das Prinzip der Volkssouveränität durch dieses allgemeine Wahlrecht und so weiter. Und der Reichstag hatte vor allen Dingen drei wichtige Machtmittel. Er konnte Gesetzesvorlagen einbringen. Er konnte Gesetzesvorlagen, die vom Kaiser oder vom Bundesrat eingebracht wurden, zustimmen oder ablehnen. Und vor allen Dingen hatte er das Budgetrecht. Und über das Budgetrecht konnte er die Exekutive natürlich auch kontrollieren und im Zweifelsfall auch bedrängen. Und es musste dann also irgendwie ein Kompromiss gefunden werden durch die Exekutive, vor allem in Gestalt des Reichskanzlers. Der Reichskanzler musste schon versuchen, im Reichstag eine Mehrheit zu gewinnen, obwohl er durch den Reichstag nicht gestürzt werden konnte. Der Reichskanzler ist absolut abhängig vom Vertrauen durch den Kaiser, der ihn berief oder ihn entließ. Wie lange wirkt, Bismarck ist ja nun gerade in diesen Budgetfragen, also recht hartnäckig gewesen, wenn wir uns mal die Entwicklung seit 1862 anschauen. Also spielt das dann später, also dieses Misstrauen der Parlamentarier gegenüber dem Reichskanzler, spielt das vor dem Hintergrund der Erfahrung, was sich da in den 1860er Jahren abgespielt hat, spielt das noch eine Rolle dann? Naja, in dieser sogenannten Konfliktzeit in den 60er Jahren ging es ja um das innerpreußische Kräfteverhältnis. Jetzt im Reich, als Reichskanzler, war das Verhältnis des Reiches zu den Finanzen, zu den Reichsfinanzen doch ein anderes, weil das Reich nicht sehr viele Einnahmen hatte. Das Reich hatte nur die Möglichkeit, über indirekte Steuern, Salzsteuer, Tabaksteuer und so weiter an Gelder zu kommen, dann auch zunehmend durch die Zolleinnahmen. Aber man kann sagen, dass während des Kaiserreichs das Reich ein Kostgänger der Bundesstaaten war, die über bestimmte Beiträge, sogenannte Matrikularbeiträge, das Reich finanzierten. Das ist dann später, Anfang der Weimarer Republik, durch eine Finanzreform unter Matthias Erzberger dann also aufgehoben worden. Also hier konnte Bismarck jetzt weniger tun als in den 60er Jahren, aber er musste natürlich immer versuchen, über Mehrheiten im Reichstag seine Projekte durchzubringen. Also auch beispielsweise in der Wehrverfassung bei der Finanzierung der Militärausgaben, die also den größten Posten ausmachten, war das also schon ein wichtiges Thema. Aber du hast ja schon also die dritte große Instanz angesprochen, der Bundesrat. Ja. Welche Rolle spielte der? Naja, der Bundesrat sollte die Vertretung der 25 Bundesstaaten verkörpern. Nun waren diese 25 Bundesstaaten von ihrer Größe, Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und so weiter sehr, sehr unterschiedlich. Der mit Abstand bedeutendste Bundesstaat war natürlich das Königreich Preußen, das etwa zwei Drittel der Fläche und etwa auch zwei Drittel der
Bevölkerung des Deutschen Reiches ausmachte. Es folgten dann die Königreiche Bayern, Sachsen, Württemberg und so ging das weiter über Großherzöge bis hin zu solchen Fürstentümern wie Reuß, ältere Linie oder die also mal jemand als die Zaunkönige bezeichnet hatte. Und was meiner Meinung nach auch interessant ist, es gab drei Bundesstaaten, die republikanisch verfasst waren, nämlich die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck mit ihren Senatsverfassungen, die dann aber wiederum finanziell, besonders Hamburg, sehr, sehr stark waren. Und es war aber so, dass der Bundesrat im Gegensatz zum Reichstag nicht öffentlich tagte und beschickt wurde durch Abgeordnete der Einzelstaaten. Insgesamt hatte der Bundesrat 58 Stimmen und die einzelnen Bundesstaaten waren auf unterschiedliche Weise dort vertreten. Preußen besaß also 17 Mitglieder im Bundesrat, konnte formal gesehen im Bundesrat nicht dominieren. Bayern als der nächstgrößte hatte 6 Stimmen, die Sachsen, die Württemberger 4 Stimmen und die kleineren mindestens eine Stimme. Also es ist hier in dem ganzen Gebilde so etwas wie eine verschleierte Hegemonie Preußens. Denn insbesondere die kleinen norddeutschen und mitteldeutschen Staaten hätten also immer für Preußen oder im Sinne Preußens gestimmt. Da gab es also nie Konflikte. Und in der Öffentlichkeit spielt der Bundesrat zunehmend keine Rolle. Er wird kaum wahrgenommen. Er besitzt also auch kein eigenes Gebäude. Zumeist traf man sich in der Wilhelmstraße, im Reichskanzleramt oder in anderen Gebäuden. Also Bismarck hatte ihm eine bedeutende Rolle zuspielen wollen, als er dann wirklich später realisieren konnte. Allerdings mussten alle Gesetze des Reichstages oder überhaupt alle Gesetze durch den Bundesrat bestätigt werden. Also insofern konnte er natürlich den Reichstag blockieren. Und das war auch die Absicht von Bismarck. Lass uns mal diesen ganzen Bereich, also diese Grundlagen verlassen und auf die innenpolitische Situation eingehen. Das ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen mit der Proklamation 1871 im Januar, sondern es gab ja schon eine ganze Reihe von innenpolitischen Schwierigkeiten. Wenn wir uns einmal die politischen Gruppierungen angucken, dann wie sah das mit der SPD aus? Also das ist ja eine aufstrebende Partei gewesen, eine sehr harte Klassenkampfrhetorik in den Zeitungen. Wie ist Bismarck mit denen umgegangen? Ja, also für Bismarck waren die Sozialdemokraten Reichsfeinde. Und er bezieht sich dabei immer wieder auf eine Reichstagsrede von August Bebel aus dem Jahre 1871, als Bebel Bezug nimmt auf die Pariser Kommune und die dortigen Ereignisse als ein erstes Vorpostengefecht bezeichnete. Das war ja noch eine Zeit bis Mitte der 70er Jahre, als die Sozialdemokratie in zwei unterschiedliche Parteien gespalten war, also die sogenannten Lassalianer im ADAV, im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, und die Eisenacher, die sehr stark auf marxistischer Programmatik bestanden. Und 1875 kommt es dann also zum Zusammenschluss dieser beiden Strömungen auf dem sogenannten Gotha-Parteitag. Und danach kann man feststellen, dass die Sozialdemokraten zunehmend
an Stimmen gewinnen, obwohl das alles andere als bedrohlich war. Aber für Bismarck reichte es aus, um dann vor allen Dingen seit 1878 mit Repressivmaßnahmen auf die Entwicklung der Sozialdemokratie einzuwirken durch das sogenannte Sozialistengesetz, das also sozialdemokratischen Organisationen, Zeitungen und so weiter mit Verbot belegte und teilweise auch Leute zur Emigration zwang, beziehungsweise viele ihrer Funktionäre wurden mit Festungshaft belegt, also nicht zuletzt die beiden führenden Personen August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Und Bismarck versuchte, diese Repressivmaßnahmen durch eine Sozialgesetzgebung zu flankieren. Bismarck war natürlich klar geworden, dass in vielen Bereichen die sozialen Verhältnisse alles andere als günstig waren für die Arbeiterschaft. Aber das ist doch wirklich in der Tat sehr modern gewesen, ne? Denn diese Sozialgesetzgebungen ziehen sich ja bis in die heutige Zeit durch. Ist er alleine auf die Idee gekommen, sowas zu installieren, oder gab es da Vorläufer? Naja, es gibt natürlich auch im konservativen Lager eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die dieses Problem erkannten. Der eine hieß Adolf Wagner, ein Vertrauter Bismarcks, von dem er also viele Anregungen erhielt. Aber auch das preußische Königtum hat ja durchaus, um bestimmte Konflikte im Innern zu vermeiden oder zu entspannen, durchaus Gehör für diese Dinge. Und Wilhelm der Erste ist es dann auch, der eine solche Botschaft, ich meine, das war 1883, verkündete. Und es beginnt dann eine ganze Serie von solchen Sozialgesetzen. Also es beginnt mit dem Gesetz, wenn man, also Krankengesetz von 1883, 1884, dann das Unfallgesetz und 1889 als Schlussstein das Rentengesetz. Also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zahlen also in eine Kasse ein, und der betroffene Arbeiter wird dann daraus, bekommt er dann also Hilfsgelder. Natürlich gemessen an dem, was wir heute auf dem Gebiet in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland sehen, war das noch relativ wenig. Aber für die damalige Zeit war das also eine ganz entscheidende Sache, und Deutschland geht hier wirklich voran, ich meine weltweit in dieser Sozialgesetzgebung. Wir sehen ja, wie in den USA über solche Dinge heute noch also diskutiert wird, also eigentlich für uns undenkbar. Und ich meine, das ist so ein Aspekt, dem wir, wo wir schon Bismarck loben müssen, auch wenn das noch aus heutiger Sicht als sehr unzureichend erscheint. Aber es ist der Einstieg in eine Sozialgesetzgebung, die seitdem immer weiter ausgebaut wurde, und natürlich die Konflikte, die es darum gab, ging dann immer um die Finanzierung und um die Höhe der Unterstützung. Aber es ist eben eine der ganz großen sozialen Leistungen des Kaiserreichs. Das kann man dem noch nicht aufschreiben. Lass uns mal die SPD verlassen und uns mal über die Liberalen unterhalten, die ja in der Tat gerade auch in den 1860er Jahren in Preußen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Finden die wieder zusammen? Naja, also zum einen muss man schon sagen, dass insbesondere das liberale Lager auch gerade durch Bismarck, durch seine Politik, sich gespalten hat. Vor allem dann nach 1866
ist der größere Teil der Liberalen, unterstützt der größere Teil der Liberalen Bismarck, vor allen Dingen im Hinblick auf die Schaffung eines Nationalstaates. Ja, also sie lassen ab in ihren Forderungen auf dem Gebiet der Grundrechte, der persönlichen Freiheiten zugunsten der Umsetzung des nationalen Gedankens. Darüber kommt es also zur Spaltung. Die Unterstützer Bismarcks, die sogenannten Nationalliberalen, gehen mit ihm weitgehend, und er stützt sich auch auf sie, bis 1879 etwa. Während die Linksliberalen in Opposition verharren, die Linksliberalen sind für die Umwandlung der konstitutionellen Monarchie in eine parlamentarische, etwa nach englischem Vorbild. Also nicht Abschaffung des Kaisers? Nein, nein. Aber das hätte natürlich bedeutet, dass in dem Falle die Hohenzollern-Monarchie in Richtung Bedeutungslosigkeit sich entwickelt hätte. Und das war mit Bismarck nicht zu machen. Und das blockiert er auch durch seine Politik bis zu seinem Abgang. Und seine Nachfolger tun das ebenfalls, sodass es zur Parlamentarisierung des Reiches erst unter Max von Baden in den letzten Tagen des Kaiserreichs, also seit 1. Oktober 1918 kam. Jetzt könnten wir da wirklich also sehr lange drüber diskutieren, wie verhängnisvoll diese späte Parlamentarisierung war, ob Deutschland eine grundsätzlich vor allen Dingen andere Außenpolitik betrieben hätte mit einem parlamentarischen System. Das ja gut, die großen Hätte-Fragen, ja, ne? Wie, genau. Was wäre, wenn? Genau. Ja gut, soweit zu den Liberalen. Ja. Lass uns noch Er geht mit ihnen dann in den 1870er Jahren beim sogenannten inneren Ausbau des Reiches, also in der Wirtschaftsgesetzgebung, gehen sie gemeinsam bei der Vereinheitlichung der großen Unterschiede in der Handelsgesetzgebung und gleiche Maße, Gewichte und so weiter bei der Einführung der Mark als Goldwährung und so weiter. Das wird zusammen mit den Nationalen. Brechen ja dann sehr stabile wirtschaftliche Zeiten genau, an. Ne? Genau. Lass uns einmal noch ganz kurz über das katholische Zentrum reden. Ja. Ja, das Zentrum war die Partei des katholischen, des politischen Katholizismus. Sie war besonders in den Gegenden stark, in dem es eine katholische Bevölkerungsmehrheit gab. Und sie war eigentlich von Anfang an eine echte Volkspartei, im Gegensatz zu den anderen politischen Lagern. Bei der Sozialdemokratie ist es klar, Arbeiterschaft, bei den Liberalen sind es bestimmte Teile des Bürgertums. Im Zentrum vereinigen sich aber Wähler aus den verschiedensten sozialen Schichten, sowohl auf dem Lande als auch in der Stadt. Und der Konflikt zwischen dem Zentrum und den Liberalen entspringt einem ganz besonderen Feld. Die Liberalen sind für die Durchsetzung einer säkularen Staatsauffassung. Das katholische Zentrum natürlich nicht, in Anlehnung an das Papsttum. Vor allen Dingen sind sie dabei, ihre Theorien zu entwickeln. Also zum Beispiel der katholische Bischof von Mainz, Ketteler, ist der Meinung, dass zu viel staatlicher Einfluss die persönliche Freiheit einschränkt. Also dagegen opponieren die Liberalen. Und der linksliberale
Abgeordnete Rudolf Virchow, der bedeutende und bekannte Mediziner. Mit dem Bismarck anfangs nicht so gut auskam. Eindeutig. Also der ist eigentlich der Erfinder des Wortes oder des Begriffs Kulturkampf. Und warum Bismarck jetzt in dieser Auseinandersetzung zwischen den Liberalen und dem Zentrum einsteigt, konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werden. Man vermutet, dass vor allen Dingen die Neigung bestimmter katholischer Mächte auch außenpolitisch Schwierigkeiten zu machen. Also vor allen Dingen Österreich, Ungarn durch die Niederlage, aber auch das besiegte Frankreich. Das unterstellt er dann also auch dem Zentrum, dass die vielleicht mit diesen äußeren Feinden paktieren könnten oder überhaupt das Papsttum ist ihm also in dem Punkt suspekt. Und das kann man dann auch in seinen Reichstagsreden erkennen. Also beispielsweise fällt mir da ein, und das zeigt auch das historische Wissen von Bismarck, in eine dieser Reden gerichtet ans Zentrum endet mit den Worten: Aber meine Herren, bilden Sie sich nicht ein, nach Canossa gehen wir nicht. Und da bezieht er sich auf diesen Investiturstreit 1077, Heinrich also IV., das Papst Gregor und so weiter. Also solche Dinge nutzt er dann also auch in den Reichstagsdebatten. Aber auch in diesem Bereich modernisiert er ja. Naja, es kommt, also klar, vor allen Dingen im Schulbereich. Ja, eben. Die Kirche als Aufsichtsbehörde wird abgeschafft und eine staatliche Schulverwaltung setzt ein. Und das richtet sich also nicht nur gegen den Einfluss der katholischen Kirche, sondern auch gegen den der evangelischen Kirche. Überhaupt muss man sagen, dass der Kulturkampf sich ja nur in wenigen der Bundesstaaten abspielte. Also in Mecklenburg denke ich gar nicht, weil es hier kaum Katholiken gab. Da machte das also keinen Sinn. Und in den Staaten, wo der Anteil der katholischen Bevölkerung besonders groß war, da traute sich die jeweilige Regierung oder der jeweilige Monarch, zumal dann, wenn er noch selbst Katholik war, auch nicht groß einzugreifen. Also es ist vor allen Dingen, also als Feld der Auseinandersetzung ist es also Preußen und dann natürlich die Provinzen mit einem hohen Anteil an Katholiken, also Westfalen, das Rheinland, Oberschlesien etwa, aber auch Baden, das Großherzogtum Baden, das so eine gemischte Struktur. Aber die Standesämter werden doch überall eingeführt. Die Standesämter, die Zivilehe wird eingeführt und dann andere repressive Gesetze, der berüchtigte Kanzelparagraf, der also den Pastoren, den Priestern verbot, politische Einflüsse im Zusammenhang also mit ihren kirchlichen Aktivitäten zu verbreiten. Und das ging dann nachher so weit, dass solche Funktionsträger bis hin zu katholischen Bischöfen inhaftiert wurden. Also Ende der 70er Jahre waren von den 11 katholischen Bischöfen in Preußen 5 in Haft und die übrigen 6 aus Preußen ausgewiesen worden. Also das ist schon ziemlich harte Gangart. Ja. Und dieser Kanzelparagraph ist übrigens erst 1953 aufgehoben worden. Also was vielleicht auch in der alten Bundesrepublik. In der alten Bundesrepublik, in der Bonner Republik. In der Bonner Republik, ganz genau. Wir hatten uns hier noch einige andere Stichworte aufgeschrieben. Das Verhältnis der Minderheiten, das müssen wir alles ein bisschen zurückstellen, weil wir zu dem letzten großen Bereich kommen wollen, die Außenpolitik. Hier gibt es ja tatsächlich auch ganz erhebliche Schwierigkeiten.
die Bismarck erkennen muss und auch lösen muss. Ja, also durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs entsteht in der europäischen Mitte ein neuer Mitspieler, der über ein großes Potenzial verfügte. Das militärische Potenzial ist also sichtbar geworden in diesen drei sogenannten Einigungskriegen, aber dann auch durch die wirtschaftliche Entwicklung. Und man kann sich schon vorstellen, dass nicht nur die übrigen Großmächte, auch die kleinen Nachbarn des Deutschen Kaiserreichs, naja, mit doch gemischten Gefühlen auf dieses Gebilde schauten, einfach aus Angst, dass von dort aus Eroberungsabsichten ausgehen würden. Und Bismarck hat dann nach 1871 zunächst auch immer wieder betont, dass das Deutsche Kaiserreich saturiert wäre, dass man also keine Absichten hätte, die außerhalb des Reiches verbliebenen deutschen oder vorrangig von Deutschen besiedelten Gebiete sich einzuverleiben. Es ist also eine kleindeutsche Gründung gewesen, denn zum Beispiel... Meint er das ernst, wenn er das so sagt? Das meint er ernst. Ja? Also ja, da gibt es meiner Meinung nach genügend Beweise in seinen auch schriftlichen Äußerungen. Mir fällt beispielsweise ein, dass er zur Zeit des Ausbruchs des Deutsch-Französischen Krieges, ich glaube, es war im Juli 1870, gegenüber dem preußischen Botschafter in Wien, Lothar von Schweidnitz, also erklärt, dass es völlig absurd wäre, zu glauben, dass sich Wien von Berlin aus regieren lassen würde und dass man diese vornehmlich katholische Bevölkerung würde eingliedern können in diesen deutschen Nationalstaat. Das heißt also schon, dass er begreift, dass dieses neue Gebilde, dieses Deutsche Kaiserreich, außenpolitisch Ruhe braucht, also in gar keinem Fall irgendwelche Kriege. Ja, das meine ich, dass das bei ihm von Anfang an klar war. Er äußerte dann einmal irgendwo, er hätte die deutsche Einheit unter dem Gewehranschlag des übrigen Europa zustande gebracht. Also das wäre eine solche Aussage. Vor allem wird es ihm klar im Jahre 1875, als er wegen der starken französischen Aufrüstung über Journalisten Richtung Frankreich Kriegsbereitschaft signalisiert. Also der Journalist Konstantin Rösler von einer Berliner Zeitung, die Post, schreibt also einen Artikel mit der Überschrift "Ist Krieg in Sicht?" Fragezeichen. Und das hat in Frankreich zu großer Aufregung geführt und auch um Unterstützung in London und St. Petersburg durch Frankreich dann also geführt. Und sowohl Großbritannien als auch Russland signalisieren Richtung Bismarck, dass sie eine erneute Schwächung Frankreichs nicht hinnehmen würden. Also vor allen Dingen also auch der russische Kanzler Gortschakow zählt dazu und reist sogar nach Berlin und stellt dann hinterher die Sache so dar, als wäre er derjenige gewesen, der den Frieden gerettet hätte und so weiter. Das war schon so eine Zeit, in der Bismarck und Gortschakow ein besonders schlechtes persönliches Verhältnis hatten.
Aber lass uns doch mal bei diesem russischen Verhältnis ein bisschen länger bleiben. Das ist ja, auch wenn man in die heutige Zeit reinschaut, ist das Verhältnis im 19. Jahrhundert Preußens oder des Deutschen Kaiserreichs zu Russland ja eigentlich spätestens seit den Napoleonischen Kriegen ein sehr gutes Verhältnis. Ja, das sieht auch Bismarck so. Allerdings schätzt er das für die einzelnen Zeitabschnitte ganz unterschiedlich ein. Und es war natürlich so, durch die eklatante Niederlage Preußens gegenüber Napoleon dem I. und so weiter, dann so, dass trotz des günstigen Ausgangs der sogenannten Befreiungskriege, antinapoleonischen Kriege, Preußen sich in einem Junior-Partnerschaftsverhältnis zu Russland befand. Und, also das große Russland, Russland und das kleine Preußen. Preußen. Nun wird aber aus dem kleinen Preußen dieses sehr potente Deutsche Kaiserreich. Und in St. Petersburg versucht man aber, die Berliner Politik, die deutsche Politik, in einem ähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zu halten, wie vor 1866 oder vor 1871. Naja, nun, wenn ich dazwischen fragen darf, nun ist dieser Prozess der Reichseinigung ja auch mit dem Stillhalten der Russen durchaus flankiert worden. Also die hätten ja sich auch ganz anders einmischen können. Ja. Tun sie nicht. In der Tat war das also ein wichtiges Moment, dieses russische Stillhalten 1866 und dann 1871. Und sie werfen ja dann später im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Berliner Kongresses von 1878 Deutschland bzw. Bismarck vor, dass er zu wenig Unterstützung den russischen Ambitionen. Worum geht es denn also, Prozess? Undankbarkeit. Naja, es ging also darum, welche Einflüsse Russland auf dem Balkan bekommen sollte, beziehungsweise in der sogenannten orientalischen Frage, also in Bezug auf Einflusssphären im Osmanischen Reich. Bismarck hat das mal diskutiert mit seinem seinem hauptsächlichen Pressejournalisten mit Moritz Busch. Und da sagt er, ja, ist ja gut und schön, wenn die Russen uns das vorwerfen. Aber sie hatten auch unsere Unterstützung, zum Beispiel während der Zeit des Krimkrieges. Da hat Preußen sich wohlwollend neutral gegenüber Russland verhalten, anders als Österreich, anders vor allen Dingen als die Westmächte, Frankreich und England. Also dieser sogenannte Ohrfeigenbrief, der Zar hat seinem Onkel Wilhelm dem I. also in einem Brief Undankbarkeit vorgeworfen und so weiter. Und damit beginnt also auch eine Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehung, also nach 1878, 1879. Aber ich meine, das hängt ganz einfach zusammen mit russischen Großmachtstreben und damit in Mitteleuropa mehr Einfluss zu erhalten, als Bismarck ihnen das zugestehen möchte. Es geht ja eigentlich weniger um Mitteleuropa, es geht ja dann schon um die Serbischen, also es geht um das Osmanische Reich. Und sind das nicht eigentlich schon die Probleme, Stichwort Osmanisches Reich, die dann nachher zum Ersten Weltkrieg führen, die Bismarck noch elegant umschiffen kann? Naja, das ist ein sehr weites Feld. Mhm. Also zunächst ging es schon um russische Einflussnahme auf Berliner Politik. Und Bismarck hat das dann also versucht abzuwehren, indem er 1879 den Zweibund mit Österreich-Ungarn schließt, um dann gegenüber Russland ebenbürtig
zu sein und Russland dann wieder in ein Bündnissystem einzubeziehen. Und das gelingt ihm dann 1881 mit dem sogenannten Drei-Kaiser-Abkommen. Und für Bismarck besteht die Schwierigkeit darin, Österreich-Ungarn und Russland irgendwie immer zu einem Kompromiss in Balkanangelegenheiten zu bewegen. Denn er hat kein Interesse, dass die drei konservativen Mächte sich gegenseitig schwächen, vielleicht sogar mit Krieg überziehen. Denn sein Hauptanliegen musste ja immer sein, Frankreich zu isolieren und die internationalen Beziehungen also so zu gestalten, dass Frankreich bei den übrigen Großmächten keinen Bündnispartner findet und dass vor allen Dingen Russland und Frankreich nicht irgendwie zusammenkommen. Er hat dieses Konzept, so eine Art Idealkonzept, 1877 einmal formuliert. Das ist das berühmte Kissinger Diktat vom 15. Juni 1877. Er war also wieder mal in Kissing zur Kur, Gewichtsreduzierung und so weiter, spielte eine Rolle. Und hat sehr gesund gelebt nachher, ne? Ja, durch Hilfe des Arztes Schwenninger. Und er hat dort seinem ältesten Sohn Herbert seine Idealvorstellung diktiert. Das ist also dieses berühmte Diktat, wo wir so in etwa erkennen können, worum es ihm ging. Und er schreibt dort oder lässt dort schreiben, dass es ihm nicht um Ländererwerb geht, sondern um die Herstellung von Beziehungen zu den anderen Großmächten, die diese davon abhalten, Bündnisse gegen Deutschland zu schmieden. Und dazu wollte er sie ablenken in die europäische Peripherie, vor allen Dingen Richtung Osmanisches Reich. Also Großbritannien sollte sich in Ägypten entsprechend engagieren, die Russen im Schwarzen Meer. Und beide sollten dann England und Russland auch in einer gewissen Konkurrenz bleiben, ohne dass das dann also zu einem großen Krieg wird, wie 1856 folgende in dieser Krim angelegt. In diesem Zusammenhang müssen wir noch mal ganz kurz über die Problematik der Kolonien reden. Das ist ja nun in der Zeit ist ja nun das große Empire entstanden, später dann, nach dem Rücktritt Bismarck spielt das ja dann schon eine Rolle in der deutschen Außenpolitik. Welche Stellung hatte Bismarck zu Kolonien? Also bis heute streiten sich die Historiker, warum er überhaupt kurzzeitig eine Kolonialpolitik betrieben hat. 1871 bietet Frankreich anstelle von Elsass-Lothringen seine Kolonialgebiete in Indochina an, also Vietnam, Laos, Kambodscha, und Bismarck sagt, um Gottes Willen, also warum sollen wir uns dort engagieren? Und insofern war das jetzt... Also, hätte aber ein ganz großes Konfliktfeld in Europa verhindert, ne? Elsass-Lothringen. Naja, aber wenn die dort damals... Naja, das hätte ja, also es machte keinen Sinn. Ja, natürlich nicht. Die politische Öffentlichkeit hätte Bismarck weggefegt von seinem Posten. Also nein, das wäre, das wäre geradezu absurd gewesen. Er steigt ja ein Ende 1883, 84, wenige Monate zuvor sagt er noch, also wozu Kolonien, wir haben keine Flotte und so weiter und wir machen uns verwundbar im außereuropäischen Bereich. Und insofern wird jetzt von den Historikern seit Jahrzehnten überlegt, warum er das machte. Und eine Möglichkeit, die man sieht, war die bewusste Verschlechterung der Beziehung zwischen Deutschland und Großbritannien. Ja, warum? Möglicherweise rechnete Bismarck in dieser Zeit mit dem Ableben
von Wilhelm I. Mhm. Und dann wäre sein Sohn, der spätere Friedrich III., der hier mit der ältesten Tochter der Queen Victoria verheiratet war, die hieß übrigens auch Victoria. Da hatte er vielleicht also Angst, dass dieser neue Monarch, also Friedrich III., der sehr unter dem Einfluss dieser Dame stand, dass der vielleicht eine grundsätzlich andere, vor allen Dingen also auch Innenpolitik betrieben hätte und möglicherweise dann Bismarck als Reichskanzler dort also entmachtet hätte. Aber das sind auch sehr viele Spekulationen. Also es lässt sich bis zum heutigen Tage eigentlich nicht zweifelsfrei begründen. Fakt ist, dass er schon nach kurzer Zeit das Interesse an den Kolonien verlor. Er machte den Vorschlag, man könnte die Kolonien ja an Hamburg verkaufen oder der Admiralität überstellen. Und es war ihm also auch zu teuer, dort eine Verwaltung aufzubauen und so weiter und so fort. Aber sie haben dann eben doch Bestand und unter seinen Nachfolgern, unter dem Stichwort der Weltpolitik in der wilhelminischen Zeit, bekommt also die Kolonialpolitik einen anderen Stellenwert. Also dieser berühmte Satz, dass er nicht einen einzigen pommerschen... Nee, der bezieht sich nicht auf die Kolonien, okay, sondern bezieht sich auf die sogenannte orientalische Frage. Ach, okay. Deutschland, Österreich, Ungarn dort also auf dem Balkan unterstützen soll oder nicht. Darauf bezieht sich das. Wie war das Zitat? Hast du das im Kopf? Also wegen dieser orientalischen Frage oder Einmischung in diese orientalische Frage sind mir die Knochen eines pommerschen Musketiers nicht wert, also dass die verletzt werden. Genau, der pommersche Musketier war es. Ja, ja. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeit ist leider um. Wir haben ein wenig überzogen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant, lieber Manfred. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir sehen uns mit diesem Thema wieder am 8. Dezember. Sie werden rechtzeitig informiert. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte den Daumen hoch und erzählen Sie von uns weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.